Willkommen im Sesamring und Frühstückshaus im Wedding. Willkommen in der Hasbäckerei. Hier ist man gern zu Gast. Hackbäckerei ist spezialisiert auf Fladenbrot und Sesamlinge und türkische Süßigkeiten. Hakan Atasoy weiß genau, warum die Gäste immer wieder kommen. Also die Hackbäckerei hat auch seinen einzigartigen Geschmack. Ne? Also die Kenner merken das. Sie sehen ja hier alles, was sie auf den Regalen sehen. Alles handwerklich hergestellt von Hackbäckerei. Wir haben Backmeister für Fladenbrot spezialisiert, also für unsere Bäckereien, also Meister. Und unsere Restauranten haben wir auch Verkäuferinnen, Verkäufer. Unsere Sesammilch ist speziell. Jetzt wird unser Spezialteig für Sesammilch vorbereitet. So wird das unsere Sesammilch gemacht. Hier wird gerade unsere Spezial-Sesamling hergestellt. Dieser Geschmack gibt es nur bei Hackbäckerei. Unser Backmeister macht jetzt unsere Spezial-Sesamling. Unser Backmittel ist auch extra für uns gemacht in der Türkei. Wird extra für Hackbäckerei produziert. Unsere Backmeister sind auch spezialisiert dafür. Also Hack bekannt gemacht worden durch unsere Qualität, also von Fladenbrot und Sesamling. Auch unsere Restauranten. Wir haben 3 Filialen momentan. Name Hack heißt Gerechtigkeit auf Deutsch. Der durchgeknetete Spezialteig wird zu einem Sesamring geformt. Unser Spezial-Sesamling ist schon fast fertig. Jetzt kommt die in den Backofen. Und ab in den Backofen für ca. 20 Minuten. Über die Kundenzufriedenheit sagt Herr Dümlü. Die Kunden sind zufrieden, wir sind auch zufrieden. Und wir möchten auch gerne weiter für unsere Kunden arbeiten. Hackbäckerei hat sich in 2013 erstmal gegründet. Aber ich bin Bäcker seit 2009. Mit unseren 3 Filialen, alle zusammen, haben wir momentan 30 Mitarbeiter. Also das Frühstücken ist in türkischer Kultur sehr, sehr wichtig. Egal welche Uhrzeit, die Leute kommen zu frühstücken. Und das muss wirklich groß sein, alles muss da sein und so weiter. Bäckereien sind Begegnungsstätte. Die Webseite, Facebook-Seite benutzen wir sehr aktiv. Die ganzen Anregungen, Wünsche können uns geschrieben werden. Es gibt insgesamt 3 Filialen in Berlin. Klimatisiert, WLAN, Charging Stations, saubere Toiletten. Also man bleibt einfach hier gerne. Wir haben sehr gutes Angebot, zum Beispiel in unserer Facebook-Seite, Instagram-Seite und in unserer Webseite. Für unsere Kunden haben wir kostenlose WLAN. Die Präsenz im Internet ist heutzutage wirklich sehr, sehr wichtig. Die ganzen digitalen Medien verwenden wir ganz aktiv. Die Kunden sprechen uns dort an. Hier sieht man, dass Handwerk hier weiterlebt. Hier ist Hackbäckerei Produktionsraum. Hier wird unsere Fladenbrot, Weißbrot und so weiter komplett wird hier hergestellt. Nur für unsere Hackbäckerei-Kunden und für Hackbäckerei-Filialen. Zum Beispiel, wir haben jetzt hier einen Fladenbrotteig. Unsere Produkte bekommen 3 bis 4 Tage frisch. Unsere Kunden sind sehr, sehr zufrieden. Unsere Backmeister machen jetzt gerade unser spezielles Fladenbrot. Unser Fladenbrot wird komplett aus Handarbeit gemacht. Kann man das auch maschinell machen, aber diese Qualität bekommen wir nicht. Deswegen machen wir komplett alles per Hand und wird sehr, sehr gute Qualität. Sowas zum Beispiel. Ganz frisch aus dem Backofen. Das bekommt jeden Tag unsere Kunden. Ganz frisch. Und hier wird das gebacken.
Die Räumlichkeiten der Backstube bieten viel Platz zum Ausüben des Bäckerhandwerks. Hier wird unsere Fladenbrote gekühlt und verpackt und für unsere Kunden geliefert. Das frische Fladenbrot im Qualitätscheck. So frisch ist unser Fladenbrot. Wir haben jetzt gerade von Imbiss eine Bestellung bekommen, 5 Fladenbrote. Wir schneiden das für Imbiss. Er kann gerne für seine Dönerbrot das benutzen. Für uns ist wichtig Hygiene, Sauberkeit. Wedding, Nauner Platz, also Hackbäckereien für unsere Filialen. Das kann unsere Kunden in unseren Filialen jeden Tag ganz frisch essen. Subure heißt Wasserteig, türkische Baklavas und so weiter wird auch für unsere Filialen hergestellt. Sowas zum Beispiel. Das sind die Spezialitäten, türkische Spezialitäten heißt Sarma, mit mehr Pistazien gemacht und das schmeckt auch sehr gut. Viele der traditionellen Rezepte sind gut gehütete Familiengeheimnisse. Subörigi und Baklava werden täglich in der Spandau-Filiale hergestellt und den anderen Hackfilialen fertig geliefert. Besonderheiten aus Teig oder süßen Spezialitäten. Baklava, zum Beispiel Haselnussbaklava, Quark, Milchreis. Neues Menü, Serpme-Kahvaltı, heißt für 4 Personen speziell Frühstück. Van-Kahvaltı ist ganz berühmt in der Türkei. Van ist in der Türkei eine Stadt und die Frühstück in Van ist sehr, sehr berühmt, wird nur für Hackbäckerei hergestellt. Dieses fulminante Frühstücksmenü ist ein exklusiver Hingucker. Das Brot können Sie nur bei Hackbäckerei bekommen, weil auch speziell für unsere Kunden ist sehr frisch. Honig, alles Bio, zum Beispiel Kaurma, sehr, sehr berühmt türkisch, Wasserteig und auch berühmt mit Käsesorten. Das ist ganz berühmt in der Türkei. Das ist auch aus Van. Und die Käse ist Kräuterkäse, heißt in Van Otlu Peynir. Hackbäckereikunden starten gut in den Tag. Alle Produkte können auch in großen Mengen gefroren geliefert werden für Fernbestellungen. Weil die Bäckerei wächst, benötigt sie auch immer Verstärkung.